Im vorherigen Video haben wir ja schon kennengelernt, was der Orion eigentlich ist und haben auch schon einige mythologische Hintergründe schon sehr gut kennenlernen können. Heute haben wir diese zwei Schultersterne, Petitgeus und Bellatrix, in die Schultersterne des Orions. Bellatrix ist der blaue Stern, Gamma Orionis, das ist der rechte Schulterstern, und der andere, Petitgeus, der linke Schulterstern, das ist Alpha Orionis. Aber jedoch ist Petitgeus nicht nur einfach ein roter Sternenhimmel. Es ist ein roter Überriese, was 20 Sonnenmassen hat und ca. 55.000 Sonnenleuchtkräfte aufweist. Der Stern ist aber immerhin 600 Lichtjahre entfernt. Aber der Stern wird kein gutes Ende haben. Er befindet sich schon am Ende seines Lebens. Und bald wird es als Supernova explodieren, was von der Erde aber aus nicht übersehbar sein wird. Aber da kann man sich schon fragen, ob diese Supernova gefährlich ist. Also Supernovas können schon sehr gefährlich sein für die Biosphäre von unserer Erde, aber nur wenn die sehr nah sind. Aber ein 86 Jahre entfernter Supernova ist nicht gefährlich für die Erde. Da es einfach zu weit entfernt ist, aber wenn Petitgeus zur Supernova wird, wird sie ungefähr die Helligkeit des Vollmondes erreichen. Oder vielleicht sogar noch heller. Also es wird schon sehr spannend werden, aber bis dahin können immer noch 100.000 Jahre noch dauern. Aber da wir ja vorher gesagt haben, Supernovas sehr gefährlich sind, wurde auch festgestellt, dass frühere Massenaussterben teilweise durch Supernovas beteiligt sein könnten, die vielleicht zu nah waren, aber irgendwie zu diesen Aussterben geführt haben. Aber eine andere Gefahr ist der Orionnebel, der nächste Sternentstehungsgebiet in der Milchstraße, der sich im Sternbild Orion befindet. Dort wird irgendwann mal Sterne entstehen oder entstehen gerade Sterne. Man kann sein, dass ein blauer Stern Richtung Erde zukommt. Und wenn der dann explodiert, natürlich, das wird dann gefährlich sein. Aber sonst haben wir so keinen Stern in unserer Nähe und das wäre frühestens 16 Millionen Jahre. Nachdem wir jetzt diesen linken Schulterstern kennengelernt haben, ist es auch noch nicht alles. Neben dem linken Schulter gibt es auch immer den rechten und das ist hier der Stern Bellatrix Gamma Orionis. Der rechte Schulterstern des Orions. Es ist ein blauer Riese mit 8 Sonnenmassen und der ist 250 Lichtjahre entfernt. Aber auch dieser Stern wird irgendwann sich mal so einen roten Überriesen aufblähen. In einigen Millionen Jahren, da sein Wasserstoffvorrat irgendwann auch mal zu Ende geht. Aber auch diese Supernova wird nicht gefährlich sein, weil sie immerhin 250 Lichtjahre entfernt ist. Dann müsste es ja weniger wie 60 sein. Das ist ja nicht der Fall. Wiederum auch hat dieser Stern auch eine enorme Leuchtkraft. Über 1000 Mal so hell wie die Sonne und bolometrisch sind es sogar 4000. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.